Ich begrüße Sie herzlich bei Land und Leben und da beschäftigen wir uns heute mit diesen Themen. Sie kommt vom Borbichelhof in Thal bei Schenna. Sieglinde Ilmer Dosser, die Bäuerin des Jahres 2017, und sie beweist täglich, was eine Frau am Hof zu leisten imstande ist. Als Quereinsteiger hat David Beratoner mit Begeisterung für seine 100 Ziegen und mit innovativen Produkten eine erfolgreiche Marktnische aufgebaut. Und in der Serie Adelige und Landwirtschaft führt Urban von Klebelsberg durch die Güter und Keller des Klosters Neustift bei Brixen, das er seit 30 Jahren verwaltet. Was ein starker Wille gepaart mit Überzeugung, Fleiß, Durchhaltevermögen und Effizienz alles imstande ist zu erreichen, das kann man sehen, wenn man den Borbichelhof in Thal bei Schenna besucht. Familie Dosser hat den heruntergewirtschafteten Hof zu neuem Leben erweckt und eine wesentliche Rolle hat dabei Bäuerin Sieglinde gespielt, die Bäuerin des Jahres 2017. Das ist schon eine Herausforderung, aber wenn es noch funktioniert, dann macht es genug darum. Natürlich, die erste Zeit verfolgt sie ganz schön, weil bis alles eingespielt ist, die ganze Käserei, sei es für den Kessel und was noch im Keller passiert, das hat schon ein bisschen gedauert und das hat ein paar schlaflose Nächte gekostet, ja. Bei mir heißt zum Beispiel ein Wacher Schnittkäse, heißt Rebell. Und der Sell hat den Sennennamen gekriegt, weil er mich einfach in Anfang, natürlich hat er die richtig gefuchst. Und dann denke ich, bist du ein Rebellischer und da seid ihr immer der Sell in den Namen. Und es ist auch für mich, von der Vermarktung her, recht interessant, wenn ein Käse Schmugglerlöse heißt. Dann hast du schon wieder ein Gesprächsthema, ja, warum heißt der so? Und speziell der ist eben halt bei mir, da heißt der so. Oder das Kreitermandel oder Rebell oder der Knottenkäse. Das, was wir jetzt das Glück haben, wir haben einen guten Platz. Also wir sind in der Touristenhochburg Schenna, sind die einzigen im Moment. Das ist unser großes Glück. Du musst aber auch, was wir gesehen haben, du musst verlässlich sein, kontinuierlich liefern können. Wenn du mit einem Hotel ausmachst im Frühjahr, dann muss das bis im Herbst klappen. Also das ist noch schon die große Herausforderung. Aber du bist ja doppelt so schnell wie andere, oder? Ich weiß es nicht, dahin sagen die es, aber oft mal schnell wie der Wind, aber passt. Ja, wenn du die Freude dazu hast, wenn du siehst, es geht und von Hof schaut etwas aus und du kannst noch sagen, irgendwie, die nächste Generation kann da weitermachen und sie tut sich leichter, dann ist selbst schon Ansporn genug. Seit 4 Jahren verarbeitet Sieglinde täglich an die 80 Liter Milch in der modernen Hofkäserei. Borbichl ist heute ein Vorzeigebetrieb. Vor 15 Jahren hat es hier noch ganz anders ausgesehen. Damals haben Sieglinde und ihr Mann mit dem Kauf des heruntergewirtschafteten Hofes eine Entscheidung getroffen, die ihr Leben von Grund auf verändert hat. Aus der bequemen Wohnung in Schenna sind sie mit den 3 Kindern, das jüngste war 1 Jahr alt, auf den 1230 Meter hoch gelegenen Bergbauernhof gezogen. Ein steiler Hof in Thal oberhalb der Schennener Fraktion Verdins mit überwältigendem Blick ins Tal und auf die umliegenden Berge. Es ist nichts da gewesen, was funktioniert hat von seinem her. Wir haben da zwar auf dem Hof einen alten Schlepper mitgekriegt, aber Sam, wenn du das Lenkrad umgehabt hast, dann hast du das Lenkrad in der Hand gehabt. Und kein Weg ist entstanden gewesen, keine Prägung ist entstanden gewesen. Und deswegen, wenn alles hin ist, wo fängst du an? Wo fängst du denn zusammen an? Und dann haben wir gesagt, als erstes musst du einmal einen Platz haben, wo du wohnen kannst. Und wenn du sozusagen auf dem Hof bist, dann kannst du zusammen arbeiten. Deswegen haben wir beim Haus angefangen und dann ist der Stadel gekommen, danach ist irgendwann mal die Ferienwohnung gekommen und wir haben das insgesamt im Voraus gut ausgerichtet, aber wenn einmal die Entscheidung getroffen ist, dann sind wir beide Leute, sagen, so, die Entscheidung steht und da müssen wir jetzt durch und das muss passen. Anfangs ging Sieglinde noch ihrer Arbeit im Tal nach, dann entschied sie ganz auf dem Hof zu bleiben. Ihr Mann ist nach wie vor als Bankangestellter in Schenna ganztags beschäftigt und kommt, wenn möglich, über Mittag kurz nach Hause. Der Mann geht am Morgen und dann musst du schauen. Also du kannst nicht einfach nach allweil ein Telefon nehmen und auf der Kasse leiten und fragen, was tue ich da jetzt, was tue ich jetzt. Vielleicht hat man es am Anfang wie öfter getan, aber mit der Zeit kommst du ja in alles rein und du bist in der Zeit, wo er nicht da ist, bist du für den Hof und für den Viech und für alles zuständig.
und soll auch mit lernen. Du kannst nicht warten, bis dein Mann kommt und dich da rettet. Da musst du selber schauen. Der Tag auf Borbichl beginnt früh am Morgen um 4:45 mit gemeinsamer Stallarbeit. Dann geht es für die 48-Jährige in die Käserei. Auch die Schafe, Ziegen und Hühner müssen gefüttert werden. Danach wollen die Gäste versorgt und betreut werden und dazwischen die Kunden im Hofladen. Und der Garten und das Haus benötigen genauso regelmäßige Pflege. Dank gekonntem Zeitmanagement bringt sie alles unter einen Hut. Das funktioniert gleich mit einer guten Einteilung und einer Konsequenz einfach und der Verlässlichkeit musst du da haben, weil wenn du für deine Kunden nicht verlässlich bist, dann verlierst du sie. Das ist uns für die obersten Gebote eigentlich. Guten Morgen. Mit Pfeffer, mit Peperoncino. Sie hat einen Elan, ich habe mich erst als erst angemessen an das gewesen, weil ich uns auch oft mal ganz gerne mal gemütlich gehabt. Aber das Tempo, das muss ich erst einmal durchhalten. Das ist schon so, ja. Aber ich mache keine langsame Bewegung, das ist ja nicht schnell, bin ich auf sie gesehen. Gell? Stunden der Ruhe und Muse sind rar. Doch zwischendurch öffnen sich kleine Zeitfenster für einen Spaziergang alleine oder für Ausflüge mit der Familie. Das muss auch sein. Also du musst schon schauen, nicht gleich buckeln. Also du musst schon schauen, einmal einen Tag oder halt eben einen Abend einmal. Oder man geht einmal auf die Bergwiesen oben, einmal ein bisschen Luft brauchst auch mit den Kindern einmal. Gell? Aber man hat gewusst, so, wenn wir das dienen, dann geht das gleich miteinander. Das ist klar gewesen. Und dann muss ich auch sagen, viel auch für die Kinder. Ich habe mir gleich gedacht, wir wollen nach Hause. Weil in einer Wohnung sein ist schon eine Sache, aber wenn du auf einem Hof bist, du hast ein Home. Kinder haben von Anfang an mitgearbeitet. Die beiden Älteren sind nun selbst berufstätig, helfen aber mit, wo es geht. Und der jüngste, mittlerweile 13-jährige Sepp, backt auch überall mit an. Er genießt das Leben auf dem Bergbauernhof und er liebt die Natur und die Tiere. Ja, zum Beispiel auf Nacht in den Stall gehen. Über Winter muss ich hier die Schafe füttern und die Gäse. Im Sommer muss ich auch unten füttern. Zum Beispiel im Sommer müssen wir auch mal heiarbeiten. Und sonst auch mal Tata helfen auf dem Hof da, wegen Holz und so. Der Letzte hat eben bei den Hennen und bei den Hosen das zu machen. Und ist auch beteiligt am Gackelgeld. Und das ist auch für ihn ein Ansporn, dass das alles ordentlich funktioniert. Weil umso viele Eier, dass er auch bringt und die Hennen ordentlich gefüttert werden, schaut es auch bei ihm nach Hause. Nicht? Und beim Grasen ist auch, das haben wir alle so gehabt, der Tata geht auch arbeiten, er geht auch arbeiten, aber auch der Tata, durch das auch arbeiten geht, muss er auch zur Nacht und zum Morgen in den Stall. Ich bin mit 10 Jahren bin ich da auch gekommen. Es war am Anfang eine relativ große Umstellung. Und ja, wir sind zuerst in einer Wohnung gewesen, da ist etwas komplett anderes und alles aufzubauen da und das ist halt etwas Neues gewesen. Aber ich bin gerne bei den Viechern gewesen. Dann habe ich die Sachen halt drin gehabt und mit den Kühen und alles zusammen hat mir eigentlich halt gut gepasst. Aber wir haben allem alle Hetz miteinander. Es ist nie so ernst und Ding. Und auch wenn es einmal kracht, dann kracht es halt einmal. Aber sie besonders ist, sie tragt nichts nach. Deswegen ist ganz fein. Den Hof nachhaltig und doch wirtschaftlich erfolgreich zu führen, das ist den beiden wichtig. Deshalb haben sie sich für das heimische, genügsame Grauvieh entschieden. Und nebenbei halten sie alte, lokale Schaf-, Ziegen- und Hühnerrassen. Wir haben allem gesagt, wenn wir die Käserei machen, seien wir wie ein offenes Buch. Weil da kommen die Leute her, kaufen ein Produkt, aber die, im gleichen Moment, wo sie in den Hofladen hineingehen, gehen sie auch in der Stalltiere rein. Und dann kannst du nicht Enten die Naturwellen verkaufen und hier hast du die Siloballen im Stall drin liegen. Oder alles stinkt nach Silo, selbst funktioniert nicht.
Als Ortsbäuerin von Schenna war Sieglinde von 2010 bis 2014 für die Bäuerinnen im Dorf und in den Fraktionen aktiv. Auch heute steht sie den Bäuerinnen weiterhin mit Rat und Tat zur Seite. So war es der Wunsch vieler, sie für die Bäuerin des Jahres zu nominieren. Eigentlich bei jedem Punkt hat jeder von uns den Ausschuss so gemacht, das ist die Sieglinde. Das ist besser, die Sieglinde. Und wir haben einfach gesagt, das, was sie als geleistet hat bis jetzt und was sie bis jetzt als getan hat und den Mut, den sie aufgebracht hat, das alles da aufzubauen, glaube ich, ist sie die würdigste, die momentan also jetzt mal bei uns da finden kann. Ich glaube, die Sieglinde ist sicher ein Vorbild für ganz viele Bäuerinnen und auch Bauern, auch ihr Mann, muss man sagen. Ich glaube, dass es nicht ganz viele gibt, die den Schneid hatten, da heroben einen Hof zu kaufen, der eben, wie man gehört haben, eingewirtschaftet ist und das alles aufzubauen. Also ich kann da sagen, Hut ab. Auch wenn Sieglinde damals gewusst hätte, was sie auf Borbichl erwartet, hätte sie alles wieder genauso gemacht. Dank dieser Kraft und Überzeugung, gepaart mit viel Fleiß, Mut und Effizienz, hat sie zusammen mit ihrer Familie den Bergbauernhof zu neuem Leben erweckt. Und aus gutem Grund erhält sie dafür von der Bäuerinnenorganisation die Auszeichnung Bäuerin des Jahres. Ja, ich freue mich schon. Das ist eine große Ehre. Ich kenne niemanden, der so hart arbeitet wie die Mama. Niemand. Ich bin halt sehr stolz auf ihr, weil das nicht jeder Mensch kriegt einen Preis. Seit der Hefe Insel gibt es wirklich viele. Und das ist eigentlich die Realität. Und dann sieht man einmal, wie das ist, wenn der Mann zum Morgen weg ist und zur Nacht erst wieder kommt, was die Frau oder die Bäuerin heute Tag stemmen muss und dass es auch funktioniert. Auch wir sind beeindruckt von dieser außergewöhnlichen Frau und Bäuerin und gratulieren herzlich. Es geht nun nach Lain im Eisacktal zu einem Mann, dem die Landwirtschaft auch nicht in die Wiege gelegt worden ist. Als Testpilot, Profisportler und Handelsvertreter war David Berathoner immer unterwegs. Heute kommt er fast gar nicht mehr weg, denn seine Ziegen brauchen ihn 24 Stunden am Tag. Reiwille, aha. Reiwille. Ein Köstler. Köstler. Ein Pickele. Zumpel. Nein, nein, sind alles gesund. Passt alles. Nachgebucht. Perfekt. Doppel. Sie sind nur wenige Stunden alt, diese Ziegenkitze. Geboren wurden sie auf dem Gorshof von David Berathoner in Lain. Man kontrolliert ein bisschen, ob die Milch heute kommt, ob sie getrunken haben, ob die Nachgeburt aus ist und dann passt. Die Milch gehört 4 Wochen lang ganz und gar den Jungtieren. Damit die Ziegenkitze vom Muttertier gut genährt werden, legt der Ziegenbauer Wert auf gesundes Futter. Heu aus 4 verschiedenen Schnitten mischt Berathoner zusammen. Der erste Schnitt besteht aus energiereicher Rohfaser. Der zweite und dritte Schnitt enthalten vermehrt wertvolles Eiweiß. Und das Almheu versorge die Tiere mit den Nährstoffen von kleinen, gesunden Kräutern. Doch das Futter stammt nicht von irgendwo. Das Heu wird ausschließlich aus zertifizierten Wiesen, praktisch eingetragene Wiesen als Bio, wo klarerweise kein Kunstdünger eingesetzt wird und nur eigener Mist, eigener kompostierter Mist praktisch ausgebracht wird. Besonders stolz ist Berathoner darauf, dass das Futter zu 30% aus Almheu besteht. Nach dem Mähen bleibt das Gras nicht länger als 1,5 Tage auf der Wiese liegen. Berathoner schwört auf die Heukammer, die er zum Nachtrocknen einsetzt. Da wird mit einem Gebläse Luft eingeblasen und das geht dann durch einen Heistock durch und das nimmt dann die ganze Restfeuchtigkeit aus. Deswegen hat man eine viel bessere Futterqualität. Am Morgen und am Abend verfüttert Berathoner Heu an die Tiere. Im Stall sind die Ziegen in verschiedenen Abteilungen untergebracht. Das sind die Jungziegen,
da sind die Melkenden, bis da zu dem Zaun. Und dann sind da die Trockenen, die was erst kitzeln. Nach 3 Monaten, die schwanger sein, die letzten 2 Monate, werden die dann trockengestellt. Da werden die einfach nicht mehr gemolken. Und da tut sich das Auto zurückbilden und dann kurz vor dem Kitzeln wird sich das wieder neu aufbilden. Die Erfahrung hat gezeigt, dass das Trockenstellen an Freitagen am besten gelingt. Warum, weiß keiner. Und wie werden die Ziegen besamt? Um nicht Tiere zuzukaufen, tue ich mir die selber künstlich besamen. Da kaufe ich die Samen von Frankreich. Und in dem Fall kann ich dann auch selber die Böcke züchten. Böcke hält Berathoner 2. Für gewöhnlich verkauft er die männlichen Ziegenkitze. Die weiblichen behält er. Ziegen sind einfach ganz, ganz lebendige Tiere und vor allem liebevolle Tiere. Und man kann ja, auch mit ihnen sich unterhalten. Das ist bei mir Petlock, du? Mittags bekommen die Ziegen Trockenfutter. Im Stall liegen die Temperaturen im Winter bei 6 bis 7 Grad. Ziegen leiden eher an Hitze, denn an Kälte. Nur bei nächtlichen Minusgraden schließt der Ziegenbauer die Stalltür. Die Ziegenmilch schmeckt und nährt nicht nur die Jungtiere. Berathoner hat von Südtirolern gehört, die Ziegenmilch trinken, um sich zu kräftigen und um sich von Heuschnupfen zu befreien. Neben Ziegenmilch, Desserts und Käse produziert der Grödner eine ganz besondere Spezialität, Ziegenjoghurt. David Skorshof ist mit modernster Technik ausgestattet und wirkt wie ein kleiner Industriebetrieb. Berathoner arbeitet alleine auf dem Hof. Jeder Handgriff muss effizient sein. Mit David Skorshof hat sich der Grödner einen Traum erfüllt. Früher arbeitete Berathoner als Testpilot und er war im Sportartikelsektor tätig. Er kam an seine körperlichen Grenzen, kündigte von einem Tag auf den anderen, kaufte Grund und Boden, baute den Stall und richtete sich mit Ziegen ein. Das war vor 5 Jahren. Dank seiner neuen Aufgabe fühlt sich der heute 55-Jährige wie neugeboren. Für Menschen gesunde Lebensmittel herstellen, das ist für ihn eine sinnstiftende Aufgabe. Berathoner plädiert dafür, den Tieren die Hörner zu lassen. Mit Hörnern seien die Ziegen widerstandsfähiger und die Milchqualität sei höher. Aber sind die Ziegen behörend, können sie sich beim Kämpfen verletzen. Ausreichend Platz im Stall und im Freien ist daher unbedingt nötig. Auslauf ist sehr wichtig für die Tiere. Da können sie einfach rausgehen, sich austoben, entspannen, in der Sonne liegen, was sie ganz gern tun, wenn es nicht zu stark die Sonne ist. Und mindestens Auslauffläche sind 2,5 Quadratmeter. Jetzt da haben sie sicher fast 5 Quadratmeter. Auch Ziegen haben Bedürfnisse und manchmal leistet eine Bürste gute Dienste. Das sind Herdetiere und da geht es oft einmal ganz schön ab. Aber das ist eine Rangordnung, was eingehalten werden muss. Und da wird jeden Tag ausgekämpft und die Stärkste ist die Stärkste und die Schwächste ist die Schwächste. Deswegen ist auch wichtig, sehr viel Platz, wo die Schwache ausweichen kann und trotzdem zu einem Futter hinkommt. Langsam. Melkzeit ist jeden Tag um 6 Uhr morgens und um 17.30 Uhr. Längst haben sich die Ziegen an den Ablauf gewöhnt. Einweisungen brauchen sie keine. 60 Melkziegen hat Berathoner auf seinem Gorshof in Laien. Weil der Ziegenbauer Zeit sparen will und strenge Hygienestandards einhalten muss, ist der Melkvorgang hochtechnisiert.
Durchschnittlich produziert Bayerathoner 115 Liter Milch täglich. In Spitzenzeiten sind es 180 Liter. Wenn viele Tiere trockengelegt sind, dann sind es auch schon mal nur 30 Liter. Bayerathoner könnte schon jetzt expandieren und den Absatz steigern, wenn er wollte. Die Nachfrage sei groß, doch der Grödner will in seinem kleinen Rahmen bleiben. Die Zeiten sind vorbei, in denen der Ex-Pilot nach dem Motto schneller, höher, weiter agierte. Außerdem gibt es da noch seinen Neffen, dem Bayerathoner den Hof übergeben will, früher oder später. Und der erfreulicherweise großes Interesse für die Ziegenhaltung und die Milchwirtschaft zeigt. Die Produkte aus Ziegenmilch verkauft der Gorsbauer übrigens an die Gastronomie und Hotellerie und in ausgewählten Lebensmittelfachgeschäften. Wir kommen nun zur Land- und Lebensserie Adelige und Landwirtschaft und da begleiten wir im zweiten Teil Urban von Klebelsberg, der gleich mehrere landwirtschaftliche Betriebe, darunter auch die Wein- und Obstgüter des Klosters Neustift, verwaltet. Viele Aufgaben, die der gelernte Agronom und Önologe verantwortungsbewusst meistert. Der Winter zieht sich zurück. Der Frühling kommt mit milden Stiefeln ins Land. Die Bauern fahren durch den Weinberg, um die abgetrennten Triebe der Reben zu zerkleinern und zu zermahlen. Sie werden wertvollen Humus bilden. Urban von Klebelsberg trifft auf seinen Vorarbeiter. Jetzt? Schon, danke. Morgen heute? Ja, kriegen gerade Zahn, ist Gold drauf gewesen. Jetzt ja, stabig gewesen, ja. Gell? Aha. Kalt und trocken. Ja, sagen Sie, sind ein paar Reben hingeworden? Wird sein, aber. Wahnsinn, was wird schon gern. Mein Vater hat dieses Anwesen, auf dem ich lebe, auch nur teilweise vererbt bekommen. Da gibt es viele andere Mitbesitzer und hat die Verantwortung übernommen, diesen Hof zu halten. Er wäre fast den Bach runtergegangen und hat alles daran gesetzt, dass er erhalten bleibt. Das sind Vorgaben, die wahrscheinlich bei mir ganz im Unterbewussten, aus dem Unterbewussten auch wirken. Urban von Klebelsberg und Thumburg lebt mit seinem Bruder im neugotischen Ansitz Kumpil in Bozen. Die Knebelsberger, wie sie früher hießen, leben heute verstreut in Böhmen, Ungarn, Österreich und Südtirol. Ursprünglich kommen sie aus Sterzing und wurden 1530 in den Adelsstand erhoben. Meine Mutter hat mir immer gesagt, Dummheit und Stolz wachsen auf dem gleichen Holz. Deshalb Stolz sicher nicht, aber es gibt ein gewisses Bewusstsein, dass ich in der 14. Generation einer Familie bin und somit eine bestimmte Verantwortung trage, zumal mein Bruder und ich die letzten männlichen Vertreter der 14. sind und meine beiden Söhne die derzeit einzigen Vertreter der 15. Generation. Also wir sind ein aussterbendes Geschlecht, aber das ist ja schon alles gewesen. Nach dem Besuch der Oberschule hat sich der junge Mann für das Studium der Agronomie an der Universität Florenz entschieden und dieses mit Auszeichnung abgeschlossen. Ich wollte eigentlich nicht studieren, ich hatte genug von Schulbankdrücken. Und es ging dann zufällig, stolperte ich nach Florenz und sagte, ja, da schreibe ich mich einfach mal in Landwirtschaft ein und habe das am Anfang sehr schwer getan, aber entdeckte dann dieses Studium als eigentlich ideal für mich, weil es so breit gefächert ist. So kommt es nicht von ungefähr, dass er auch beruflich breit aufgestellt ist. Neben dem Familienbetrieb steht er seit nunmehr 30 Jahren auch dem Kloster Neustift als Verwalter vor, das vor 875 Jahren gegründet wurde und seitdem von den Augustinerchorherren geleitet wird. Neustift ist sehr gut strukturiert. Es sind viele Betriebe. Es gibt ein Bildungshaus, es gibt das Schülerheim, es gibt Wälder, es gibt Landwirtschaftsbetriebe, Kunst und Kultur, Stiftskellerei, den Stiftskeller, den Vertrieb. Und das kann man natürlich nicht alles selber machen, wehe dem. Da ist wichtig, dass man für jeden Bereich einen guten Mitarbeiter oder guten Leiter, Leiterin hat, die das sehr selbstverantwortlich führen und dass man sich vor allem auf die Koordination des gesamten Betriebes konzentrieren kann.
Derzeit wird die Stiftskeilerei erweitert. Logistik, Produktion und Lagerung werden zusammengelegt. Klebelsberg leitet das Bauprojekt. Er strahlt eine gewisse Autorität aus, ohne autoritär zu sein. Wenn man das Projekt zu egozentrisch durchzieht, funktioniert es nicht, weil wir sind nicht mehr in einer Zeit des Patriarchates, wir sind in der Zeit des Mannschaftsspiels und der Wertschätzung und der Einbindung der Mitarbeiter. Ich versuche, die Mitarbeiter oder Mitplayer, wenn man es so nennen kann, stark in Entscheidungen einzubinden. Wenn es aber dann darum geht, eine zu fällen, dann und das Team nicht derselben Meinung ist, dann weiß ich, dass ich eine Entscheidung fällen muss, auch wenn ich dann denjenigen, die nicht der Meinung sind, nicht gerade beglücke. Glücklich schätzen können sich die Besucher der Stiftskellerei über die Güte der hauseigenen Weine. Derzeit werden die neuen Jahrgänge in 7/10-Flaschen abgefüllt und für den Versand vorbereitet. Trotz der schwierigen klimatischen Verhältnisse im Vorjahr sind Verwalter und Kellermeister über den Silvaner positiv überrascht. Dann kosten wir mal. Richtig gut. Passt. Urban von Klebelsberg kann nicht eigenmächtig handeln. Alle Entscheidungen im Stift werden von der Gemeinschaft der Chorherren abgesegnet, denen Prälat Eduard Fischnaller seit 2 Jahren vorsteht. Er hilft, wo es braucht, und er kennt sich aus. Und das ist einfach wichtig, dass man auch eine Stütze hat im wirtschaftlichen Bereich, der da gesattelt ist, weil ich habe da in dem Bereich nichts studiert. Ich muss auch erst einwachsen in die ganze Sache, und da braucht es eben auch Zeit. Und deswegen ist wichtig, dass man eine gute Stütze hat. Urban von Klebelsberg hat ein drittes Standbein. Wir begleiten ihn zum Sitz der Obstgenossenschaft 12-mal Grein. Seit 1995 steht er ihr als Obmann vor. In regelmäßigen Abständen sieht er am Bozner Boden nach dem Rechten, um sich selbst ein Bild der Abläufe zu machen. Obwohl der Automationsgrad in den letzten Jahren rasant gestiegen ist, kann man in bestimmten Bereichen auf die menschliche Arbeits- und Urteilskraft nicht völlig verzichten. Man muss offen bleiben, denn die Zeit ist immer schnelllebiger. Die Umstände verändern sich plötzlich, und das bedeutet, dass man schon Ziele vor Augen haben muss, aber dass man auch immer bereit sein muss, diese Ziele neu zu hinterfragen und zu schauen, ob man schon richtig liegt. Am Ende eines intensiven Arbeitstages steht im Kloster Neustift noch eine Verkostung mit Studenten der Weinakademie Österreichs auf dem Programm. Der Önologe gibt bereitwillig Auskunft und kann auf diese Weise seine Leidenschaft für den Wein vielen vermitteln. Das war's von Land und Leben, dem Landwirtschaftsmagazin auf Rai Südtirol, wo wir heute 3 wirklich sehr interessante Persönlichkeiten kennengelernt haben. Danke für Ihr Interesse. Wir sehen einander wieder in einem Monat am Gründonnerstag, 13. April. Bis dahin eine gute Zeit und auf Wiedersehen.